liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar zu einem neuen Part, nämlich in Xenoblade Chronicles X. Und ja, diesmal legen wir los. Ihr habt ja letzten Part hier ein paar Monster gesehen. Ihr seht ja, die sind immer noch Level 8 und Level 9. Also ich glaube, da wird man es jetzt mal nicht so dran hauen. Oder wollen wir es versuchen? Ja. Was soll's. So, aber die Welt ist doch einfach nur herrlich. Guck mal, wie die Flüge da hinten fliegen. Es ist einfach nur herrlich. So, ich guck gerade noch mal auf mein Handy kurz nach hier, ja. Okay, so gehen wir mal zu den Monster. Okay, wir greifen es dann mal an. Junge Quacks! So, bam! Schwanken und... umgeworfen einmal, ja. Man sieht ja, wie gar nicht, dass das Vieh richtig umgeworfen ist. Aber trotzdem richtig geil. Es ist so eine Art Wolf und ja, Wolf. So Mother. Also sehr lustige Kreation, was man hier erfunden hat. Die Musik, die liebe ich so, Leute. Schaut, hört sie euch an. Hört sie euch an, die ist echt episch. Bam. Und tschüssi. So. Dieses Springen ist natürlich auch geil. Das Waffe wechseln ist natürlich auch eine geile Funktion immer. So, wir gehen natürlich jetzt trotzdem erstmal zurück. Oh, AP Ostor. Gucken wir erstmal so um. Ah, da hinten haben wir dann ein Item. Das werden wir natürlich erstmal ein Item einsammeln. Mutti. So. Eieieiei. Hier noch ein Item. Und da noch ein Item. So, wir haben so viele Items. Alter Schwede, okay. Okay, Waldlepix. Level 10, ich glaube, den greifen wir mal lieber nicht an, weil der, oder? Doch, wir machen es. Wir probieren es einfach mal, Leute. Weil es ist ein übelst hohes Monster. Level 10. Ja, Leute, Level 10. Wir sind Level 7. Natürlich, sonst wäre es kein Ding, aber... ich glaube, das... ob wir das schaffen? Was? Oh, ich bin schon tot, Leute. Ich bin schon tot. Den letzten Besuch, den Reisepunkt zurückkehren. Ja. Ich bin schon down. Ey, aber er fast down und Lin fast doch gar nicht. Lin ist übelst hart im Leben. Ich finde Lin ihre Waffe geil. Also Level 11. Können die Monster sehen? Hier unten? Nee. Okay, jetzt sind sie weg. Nachts, jetzt kommen natürlich wieder neue Monster. Ich finde das immer so geil. Da haben sie wirklich wie aus dem alten Spiel entnommen. Haben wir jetzt auch hier neue Monster. Jo. Gehen wir mal hier lang. Was haben wir hier? Wir müssen natürlich noch Kapitel 2 beenden. Und das werden wir natürlich so in diesem Part noch tun. Aber trotzdem will ich mal gucken, was so ein bisschen los ist. Vorsicht vor den Monstern. Aber am besten, wir gehen gleich wieder zum Hauptquartier. Bevor ich mich hier noch nochmal in Tod stürze oder so. Also am besten immer trainieren mit den Monstern. Ich glaube, ja genau. Das Graue, wenn ihr Monster seht, die weiß sind oder so, dann sind die euch unterwürfig. Wenn ihr die lila sind, dann kämpft sie gegen die. Und besondere Monster haben, glaube ich, auch so Punkte. Also, aber das werden wir nochmal sehen, weil ich natürlich auch letztes Mal welche gesehen. Im letzten Part hatten wir auch in der 81 viel gesehen. Da habt ihr auch gesehen, dass dieses noch so Schatten, Tintenfleck oder was das waren. Oder wie auch immer man das jetzt nennen kann. Guckt euch mal diesen Planeten an. Mein Charakter. Ja, übrigens, ich muss noch einen kompletten Anzug anziehen. Ich glaube, ich habe den sogar schon. Aber das machen wir erst im nächsten Part, wenn ich es nicht vergessen sollte.
Yeah. Ha. Yeah. Yeah. Okay, die Musik ist ein bisschen schneller als ich. aber die Musik ist echt geil. Oi. Ja, Play, die kommen wir zu, wo wir was wollen. Wir werden von dieser Mission zurückkehren, okay? Heil und ganz, alle Armee und Beine Tag dran, versprichst du mir das? Ja, Freundesaktivität begonnen, Nemesis. Ja, Online-Modus-Update. Ich weiß jetzt nicht, wie man Online-Modus reinkommt. Ich habe auch schon mal geguckt hier, weil Leute, hier ist einfach nichts. Ausgewählte Menü steht derzeit auch nicht zur Verfügung. Warum? Und wie schaltet man das frei? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir unbedingt sofort in die Kommentare. Wäre sehr lieb von euch. Mal hier. Ach, der wieder Wolf. Ah, nee, nein, den brauche ich nicht. Wo mich hin zum Blade Hauptquartier bestimmt, oder mal? Ja, genau, da vorne in dieses Tor, sag ich jetzt mal. Blade Backquest. Blade Quartier betreten, ja. Schön traurig, dass die Erde zerstört wurde, aber Wahnsinn, ne? Müssen die alle, die überlebt haben, auf einem anderen Planeten. Wie man sich das wohl vorstellen kann. Aber was ich mich frage, es ist fast genauso der Planet wie der Erde. Oh ja, mein grüner Punkt. Ah, okay. Commander Vanden. Well, now look what the cat dragged in. Sorry we missed you last time. We could have come to meet you at HQ, you know. Indeed. I suggested as much. Twice. And we know how much I enjoy being told what to do. Anyway, I hear you tangled with a tyrant way out of your league, on a training mission, no less. That was reckless and goddamn magnificent. Handlungsmission abgeschlossen. Haha, installiert die Daten sind am Frontier Knuff Knotenpunkt und beende den Teil Training. Das haben wir, wie gesagt, gemacht und wir haben mit 2 von 4 auch erhalten. Kapitel 2. 2 von 4. Also, Abschnitt. Bestätigen? Ja, natürlich. Oh, was jetzt kommt. So, Commander. To what do we owe the pleasure of your visit here today? Well, I can't just ask Nagi to do everything for me. I'd be out of a job. Hey, I delivered you the new recruit, didn't I? Yeah, you won the bet. Don't worry about it, all right? I'll settle up with you later. You know I'm good for it. The bet? I'm sure I'm needed elsewhere. If you'll all excuse me, Commander. Well, that wasn't obvious at all. Huh. Look at you two. I swear, you're like two children excited about a new toy. Look who's talking. I don't recall ever seeing you file a request to personally train a rescue before. Is that so odd? It is before we'd even asked him to become a blade, little Miss Stick in the Rear. Usually I ask when I don't get your slang expressions, but something tells me to just let that one go. Enough about that. Where are your manners, anyway? I still haven't been introduced to our new recruit here. Commander Vandam is Blade's top officer. In a past life, I was chief engineer on the White Whale. Same idea, basically. Someone has a problem, I fix it. You follow? Not much for conversation, are you? So you still haven't told us why you're here. From the look of things, I'm guessing this isn't a social call. You don't think? No. So let's cut the crap and get down to business. Ha! Sounds like you're learning my expressions just fine, Elma. Anyway, first we need Chatty Cathy here to choose a division and pull an assignment. Frage, wie du dich am besten nützlich machen kannst. Enthusiasmus zeigen oder Informationen erfragen? Lass dir deine Division erklären. Ich mach gleich schon mal loslegen hier. Whoa there, Itchy Trigger. I know you're just chafing at the bit to run out there and grab the world by its tail, but you need to choose a division first. Once that's all hashed out, we can get into detail about what your first assignment's gonna be. Pretty much everyone in New LA works for Blade, in one of several different fields.
helping to explore Mira or to maintain order in the city or, well, you remember Nagi's speech, right? There are 8 different fields in all, and each one has its own branch within Blade. Officially, they're called divisions. Naturally, you'll want to choose one that best suits your personality and your talents. Let's start with the Pathfinders. Pathfinder's number one responsibility is planting data probes, like you did on your training mission. It may not be the sexiest job, but important? You bet your ass it's important. We've only been on Mira 2 months. We don't know jack about this place. The more probes we install, the faster we can get our bearings here and give ourselves a fighting chance. We've already detailed how important it is we expand the Frontier Nav Network ASAP. So, for the time being, I'll just remind you of the highlights. It helps us keep Blade safe. It helps us keep the city safe. And most important of all, it's the key to locating the missing parts of the Lifehold and recovering the rest of the human race. Okay, next up, Interceptors. You met Akoloff and Evans, right? Irina and Gwen, this is their division. Interceptors have one main duty. Protect New LA and everyone in it from the wildlife here on Mira. Right now, this is probably our busiest division. Interceptors ride shotgun for the research eggheads. They escort VIPs around, and they help any other idiots who get caught out there with their pants down. Next are the Harriers. Remember Doug Barrett, the Skell pilot conducting the test flight with Lynn? He's part of the Harriers. If you think of the Interceptors as defense, Harriers would be New LA's offense. They specialize in preemptive strikes on clear and obvious threats. But only on clear and obvious threats. They're not meant to go out and just blast any indigent that moves. And you got your Reclaimers. These guys are in charge of finding the other pieces of the White Whale. Among other things, that is. Including anything of ours left behind after a battle. Skell debris, weapons, personal effects. It can get a bit morbid, frankly, but it's gotta be done. Until we're up and running here on Mira and have this place completely figured out, everything we brought from Earth needs to be treated like it's irreplaceable. Also, the search for the Lifehold, that's mostly on the Reclaimers. Next, Curators. Curators are the first to scout ahead to unexplored territory, bringing back whatever samples they can get their hands on. Fruits, bugs, sticks and stones, you name it. It's not all picking berries, though. Being a curator also means being the first to encounter unknown indigents. Next? All right, prospectors. Prospectors do, well, prospecting. They poke around, looking for minerals, resources, and whatnot. Things we need for everyday life here. We packed all the essentials we could on the White Whale, but that won't last forever. We need to be able to replenish our water and fuel if we want to survive. And sooner or later, we're gonna have to figure out how to replace things from scratch. From the socket on a Skell's knee joint, right down to the frying pan in Lynn's kitchen. Without these guys busting their butts, we'd have no future to speak of. Next up, Outfitters. All of our ground gear and Skell weaponry is developed in conjunction with private arms manufacturers, or AMs. Outfitters are Blade's way of supporting these AMs. They'll seek out anything that might inspire new weapon ideas, and even assist with testing new prototypes. Finally, the Mediators. These are the folks who keep everything hunky-dory with John and Joan Q public. Any problems a civvy has, they come to Mediators. Fight with your neighbor? Mediators. Lost cat? Mediators. It's not a division for everyone. You need to be a jack of all trades, and a people person.
Someone with my charming personality? Probably not the best mediator. But if you got what it takes, it's a clutch role, keeping things cool on the home front. All right, so I think that's all 8 divisions. Any idea which one you'd like to join? Don't fret about it too much. Whichever you choose, you still have a lot of freedom in how you operate. Mediators can still get out there and mix it up, hunt indigens, whatever. And if a Harrier wants to take a break and settle an argument, that's their prerogative too. To be honest, even though it's sort of frowned upon, you can actually change your division whenever you like. So there's really no reason to stress about this. All right, you ready to choose? Okay, ja, dass du bereit bist, dich auf eine Division festzulegen. Freundschaftsaktivität bekommen, Laiwuk. Okay, entscheiden oder zögern wir? Wir entscheiden uns eigentlich, oder? Ich weiß nicht. Das sind immer noch am besten zögern, bitteren Divisionen. Nee, nicht nochmal, okay. Wir machen entscheiden. Oder, Leute? Wollen wir auf entscheiden gehen? Okay, wir machen es, ja. Yeah, and we're on pins and needles here. Wir eine Division festlegen. Jetzt müssen wir uns wählen. Oh, Pfadfinder, Interceptoren. Hi, was gibt's noch? Besiege von Tyrannen, Besiege von Gegner. Interceptoren, Hauptaufgabe beschützen der Bürger. Interceptoren. Also und Mediatoren nehme ich nicht. Pfadfinder, es ist auch nicht so unbedingt das, was ich will. Nee, das auf alle Fälle nicht. Also da bin ich jetzt echt nicht so zwischen Konflikten hier und in der Ehe. Natürlich wollte ich auch ein bisschen mehr in der Ehe zeigen und so die Leute, aber das, nee. Ganz ehrlich, nee. Machen wir. Das ist echt blöd, sowas in Entscheidung. Nehmen wir Interceptoren. Bestätigen. Sold liegt bereit. Interceptoren. Und cool. Then it's settled. Yep. All right. Thank God that's over. By the power invested in me, yada yada, you're officially a Blade. Congrats and welcome. I know you're gonna do great. Yay! Wir sind drinne. Now for the job. Let's get down to brass tacks. Nelson's team has gone missing. Last contact we had, they were installing a data probe out in Eastern Primordia. Then, nothing. Nelson. Pathfinders, right? Are we talking indigens here or what? Your guess is as good as mine, but they did have a skell with them. You'd think they could hold their own, or at least run away. All right, we're on it. We'll head to their last known location and go from there. Report whatever you find ASAP. Of course. Let's move out. Roger that. Okay, Handelsmission Kapitel 3. Begib dich in südöstlichen Teil Primordias auf die Suche nach Nebons Team. Jetzt machen wir auch. Bewahrer des Lebens, Kapitel 3. Tipp von Elona, das volle Programm. Du gehörst jetzt offiziell zu Play. Glückwunsch, das kannst du Einkaufsterminal shoppen, Rüstungsterminal, Portal und das Missionsterminal nutzen und vieles mehr. Sollten weitere Services freigeschaltet werden, komme ich später nochmal darauf zurück. Okay, cool. Okay, Schnellreise. Wusstest du schon, dass Orte, die du bereits entdeckt hast, schnell und einfach zurückkehren kannst? Das geht via Schnellreise zu den Knotenpunkten, an denen du bereits die Daten installiert hast. Oder an anderen Reisepunkten. Schau dir das mal auf der Karte an. Ich sehe gerade. Im Rüstungsfirmen investieren. Im Rüstungsfirmen ist Rückgrat unserer Arbeit. Wir treiben ihre Forschung an. Neue Waffen und Rüstung zum Beispiel dadurch voran, dass wir Miranium investieren. Das Rüstungsfirmenportal in der Arsenalallee solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen. Tipp von Lin, ne? Cool. Mache ich auf alle Fälle.
Ich bin ihren Schulkmonator-Arschbahn. Oh, Kapitel 3, 1 zu 4. Trophäe erhalten. Cool, wofür krieg ich noch eine Trophäe? Gucken wir mal, was ist das hier? Ah, untersuchen. Plague-Quartier umgestalten. Ja! Zimmerfarbe. Lounge. Geh was mal die Lounge. Primär, sekundär. Was nehmen wir denn mal Schönes? Das ist auch geil, dass man mal das umgestalten kann. Ja, zu hell. Tapetenwechsel, geil. Sekundär. Okay, das ist das andere. Nehmen wir mal das etwas gräulich. Und hier nehmen wir mal. Was nehmen wir denn mal hier Schönes? Okay, ich suche mal kurz was aus. Also. Das wäre noch dazu, ja. Zwischen dunkel, nee. Zu hell. Ja, machen das mal so hell. Das sind die Skills, hier. Rüstungspunkte. Also so Dockanstöße. Ja, ist so schön dunkel, das sieht doch mal richtig geil aus. Wandsticker, ah. Wir nehmen die Interceptoren. Wir sind ja bei denen. Endung war erfolgreich. Und jetzt machen wir mal alle durch. Okay. Beleuchtung 1. Okay. Gut, mehr gibt's nicht. Okay, dann lassen wir das mal. Cool, lass mal ein bisschen umgestaltet. Hier noch irgendwas? Nö, das ist nichts. Geht's hier hin? Noch eine weitere Episode. Online steht da drauf. Untersuchen. Na, jetzt. Division kontaktieren. Sondermissionen. Keine Sondermission vorhanden. Mist. Division kontaktieren. Verbindungsaufbau. Sollt entgegennehmen. Divisionskram ansehen. Division wechseln. Ah, hier kann man auch die Division wechseln. Sehr schön. Aber ich glaube, wir lassen es jetzt erst einmal. Genau. Gehen wir mal zurück. Abreisegenehmigung für Truppenmission erforderlich. Okay. Also, da kann man noch nicht rein. Ich glaube, das geht dann zu diesen Skills Bereichen. Tätig mal. So, gucken wir, was haben wir jetzt hier? Hier, haben wir schön gemacht. Ah, Interceptoren. Ja, ja, nee. Wo geht aber jetzt zum Ausgang? Ah, hier, nee, oder? Ah, nee, das war die Zeit, das am Einstellen. So. Dann gehen wir mal hier rüber. Verwaltungsbezirk betreten. Online. Wird derzeit gewartet, okay. Jetzt kommen wir jetzt hier. Miranium-Gesuch. Okay, nehmen wir mal diese Mission an. Schwierigkeitsgrad. Ah, das sind die Missionen, ne? Genau, Mission-Terminal. Oha, okay. Mission annehmen. Kann ich helfen? Yay! Sirene der Verschollene. Packen wir es alle. Okay, dann nehmen wir einfach mal jetzt alle Antworten schon sagen.
Übergib 700 Einheiten mehr. Kinderspiel. Cool. Ich habe die erste einmal erledigt. Und die zweite gleich noch. Die vielseitige Klipperbeere. Und noch eins. Nein. Und gleich ein Harmoniepunkt. Gern gesehen. Ja, gern geschehen. Mann, wie geil. Okay, reden wir nochmal mit ihr. Wie bitte, du sollst jetzt ein verschollenes Team auf. Okay. Egal. Richtig, richtig cool, dass wir jetzt die Mission schon abgeschlossen haben und einen Harmoniepunkt zu Elmar gefunden haben. Mit den Harmoniepunkten werden wir natürlich auf alle Fälle gleich am Anfang versuchen, sehr hoch zu kriegen. Sponsoring. Oh, wow, was Rüstungsfirmenportal. Angelegte Ausrüstung. Okay, dann gucken wir jetzt mal hier. Machen wir alles hier haben. Techniken. Okay, ach hier können wir noch mehr in diese Ausrüstung reinstecken. Das finde ich natürlich geil. Aber dafür brauchen wir Meranium und solche Sachen. Kritische Treffer. Okay, die kann ich alle noch nicht einsetzen. Weil vorhanden und nötig habe ich nur 9. Vorhanden 9 und nötig 1. Aber bei unten Bogensorten habe ich halt nichts. Also das ist natürlich ein bisschen blöd. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück hier. Insektoiden kritisch. Okay, wir machen einfach mal alle durchklicken. Gucken gleich mal durch, ob wir was machen können. So, Antispezies. Theroidenjäger. Dann Insektos, yes, Neger. Angriffserklärung. Terrain-Vorteil. Okay. Machen wir das hier als Nahkampf. Nix. Nahkampf Elektro. Ich genüge Miranium. Wo sehe ich eigentlich meinen Miranium-Anteil? Ach, Miranium, 0. Okay. Okay, gut. Ich glaube, ich weiß schon Bescheid. Die waren noch mit Fragezeichen. Oh, okay. Mach fast mal da durch. Das war alles, was wir gesehen haben. Vielleicht immer noch eine Trophäe. Ja? Wäre cool. Okay, da haben wir was. Oh, sowas Leute muss auch mal sein in diesem Part. Das ist also Techniken. Schockdauer. Boah. Alles nichts hier. Laserdauer. Sorry, so jetzt Ätherdauer. Alter, wie viel Meranium man dann braucht. Aber ich weiß nicht, wo kriegt man das Meranium her? Das müssen wir mal gucken. Charakterwerte. Okay. Oh, die Musik, die ist immer so dieselbe. Oh. Okay, lassen wir das Ganze jetzt mal. Wahnsinn, was wir da erstmal alles neu gemacht haben. So. Da drüben nutzen, um neue Waffen und Ausrüstung zu kaufen. Okay, dann gehen wir mal durchs Tor, wo wir auch hin sollen. Und zwar zum gelben Pfeil. Oh Mann, Leute, ich glaube, wir sind gleich draußen. Ihr seht da Personen, ich glaube, das habe ich jetzt auch alles aber verstanden. Diese Person hier, ich weiß nicht, ob man die ansprechen kann, aber ich glaube schon. Dann dadurch kriegt man eine Harmonie. Das heißt, wir werden das auch mal im nächsten Part machen, wenn ich es nicht vergessen sollte. Also erinnere mich mal dran. Das ist zum Beispiel Level 6, wenn man es schon wieder weiß. Damit also für uns unwichtig oder uninteressant. Gute Reisetrophäe erhalten, okay. Ja, ich habe mich jetzt mal im Schnellreisen gemacht. Zu unserer letzt aktivierten Sonde. Ihr seht das. Oh, pass auf, das Vieh kann mich sehen.
Und was habe ich euch gesagt? Hey, das ist das Vieh? Oh nee, komm. Perfekt, ja. Yeah. Nachtaktive Vesper. Oh, da sehen die Viecher hässlich aus. Übrigens die Mutanten, hier, Fledermäuse. Mein, genau mein Level. Level 6 wieder unter mir. Das, das geht wirklich wie einfach zu killen. Mit diesem Kampfmodi, mit den Technik muss ich mich auch noch ein bisschen befassen. Wir haben sie ja zwar auf Level 2 gebracht, aber müssen trotzdem noch einiges so daran machen. Also, ja. Na los, komm, geh down. Ist vorbei jetzt wieder. Und erlischt. Was kriegen wir? Einmal dunkle Nebelsphäre und Vespernhaut und ja, und geile Sachen. Wir kommen nicht immer von jedem Monster etwas, das ist auch sehr lustig. Es ist nicht so wie in Xenoblade, wo wir wirklich von jedem Monster etwas bekommen haben. Ob es eine kleine oder große Statue war, aber wir haben ein Spiel von jedem Monster etwas bekommen. Das fand ich natürlich ein bisschen schöner, aber dafür ist natürlich nicht so klein der Beutel voll. Vorsicht! Das Monster greift uns echt an und ja. Das wäre natürlich ein bisschen blöd, So, gucken wir mal, dass es dich angreift, weil ich will mich hier rüber. Und durchweg. So, gucken wir mal. Hier ist ein neues Gebiet, weil ich jetzt ganz jetzt auch auf der Karte, hier unten auf dem Video Gamepad, neues Gebiet entdeckt, Marklippenstrand. Also wir kriegen auch wieder wie in alten Titel, wenn wir ein neues Gebiet erkunden, Punkte. Freut mich sehr, weil das war im alten Spiel ja auch eine sehr coole Sache. Also man hat sehr, sehr viel von Xenoblade übernommen. Es ist ja auch der Nachfolger, aber trotzdem, ich finde es sehr schön. Wow, einmal ihre Klingen leuchten. Okay, na dann, let's go. Was haben wir? Ah, wir haben etwas Gelbes. Und das meine ich, das mit Level 8. Mit diesem Monster. Mit diesem Schatten, was das sein wird. Okay, untersuchen. Schatz gefunden. Biologie, ne? Wir gehen gleich mal zu diesem Monster. Okay, was kommen hier für komische Insekten raus? Alter. Level 8. Torte, der Köstliche. Okay, greife ihn trotzdem an. Er hat eine Krone, das heißt, es ist ein besonderes Monster. Und wir müssen aufpassen, dass wirklich nur das Anvieh angreifen. Ja, wir können auch andere Monster angreifen, aber ich glaube nicht mit unseren Attacken, die wir jetzt hier haben. Also ihr seht echt, das Vieh ist echt stark. Jetzt zieht er zum Beispiel mit einem Schlag 58 Schaden. Warte mal. Oh, jetzt hier mal mehr. Du warst mehr. Hey. Verpeilt, Mist. Ja, das ist ein echt special Monster und jetzt regnet es auch noch. Das wird krappen, ey. Da hinten habe ich die Level 60 wird uns gleich angreifen, weil sie uns sehen wird. Schätze ich mal. Ich hoffe es nicht, aber ich schätze es mal. Und ob wir den besiegen, wird sehr knapp, weil mein Leben ist wieder down. Also ich hoffe es. Ah, verdammt! Nee, wir haben die Level 11 angegriffen. Wir haben eine Angriffskette gebildet. Das ist ja mal geil. Die Monster haben eine Angriffskette gebildet. So rum ist es. Lin ist schon tot. Kann man die eigentlich wiederbeleben? Nee, Mist, so ein Mist hier.
Emma ist auch tot, scheibenweise. Mist. Okay, Leute. Naja, das war's. Sorry, ich hatte es alles aber probiert. Naja, egal. Das war's. Ich weiß, der Part ist noch ein bisschen überlänger, aber dann, ja, war's das. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part sehr gut gefallen. Von daher, bis dahin, macht's gut, euer Tobi. Und ja, falls ihr dann noch wieder Fragen habt, ja, schreibt sie mir. Und in die Kombis. Bis dann, euer Tobi. Ich verabschiede mich. Tschüss, 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 tschüss. Leute, der Part ist zu Ende. Hat es euch gefallen? Wenn ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst. Wenn nein, dann, ja, okay. Ansonsten für weitere Parts auf alle Fälle die Playlist unten klicken, hier auf Playlist oder auf Back, dann kommt ihr natürlich zum vorhergehenden Video und auf Next zum nächsten Video, wenn natürlich das schon oben ist. Playlist, wie gesagt, wird immer wieder neu, jedes Video hinzugefügt. Könnt ihr einfach reinschauen, ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Tobi, macht's gut.